Ja, und da sind wir auch schon wieder bei einem neuen Teil von Let's Play Project Cars und heute mal ein GT3 Rennen, also endlich wieder richtige Action hier. Wir fahren nämlich den Aston Martin V12 Vantage GT3 auf dem Mazda Raceway Laguna Seca bei sehr schönem Wetter mittags um 14 Uhr und ich bin mal gespannt, was uns da für ein Rennen erwartet. Ich habe die Gegner jetzt aus der letzten Folge vom Mitsubishi-Rennen ein ganz kleines bisschen noch höher gestellt auf 74. Ich weiß nicht genau, ich kenne mich da noch zu wenig mit aus, welche Werte da ungefähr passen. Also taste ich mich jetzt langsam nach oben ran. Und ja, hier sieht man schon die berühmte Korkenzieherkurve, Corkscrew. Und ich bin mal gespannt, was das für ein Rennen hier wird. Ich sehe hier Ruf bzw. Porsche und weitere. Ich bin ja echt mal gespannt. Da gehen die Ampeln an, Konzentration. Na, der Start war jetzt nicht so toll. Hauptsache, wir kommen ja erstmal unfallfrei durch. Uiuiui, da keilen sie uns direkt von beiden Seiten ein. Da kommt einer auch irgendwie von innen vorbeigezogen, einer direkt ins Kiesbett. Das ist ja ein richtiges Chaos. Ja, und ich sage jetzt erstmal am Anfang hier nicht so viel, weil ich mich erstmal so ein bisschen konzentrieren muss und gucken muss, dass ich hier unfallfrei durchkomme. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt kommt die Korkenzieherkurve. Ja, da hat man vielleicht gerade gemerkt, da habe ich mich ein bisschen verschaltet. Aber jetzt zieht sich das Feld so ein bisschen auseinander und wir haben hier mehr die Chance, in Einzelkämpfen uns nach vorne zu arbeiten. Oh, oh, je, je. Immerhin zwei Plätze gut gemacht, ist, wenn man das mal so ein bisschen lächerlich sagen darf. Aber Hauptsache, wir bleiben hier dran und holen vielleicht noch den einen oder anderen Platz auf. Weil das ist am Anfang natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, und weil es jetzt schon oft gefragt wurde, wer denn weitere Infos oder genauere Infos zu meinem PC haben will, der kann einfach mal in die Kanalbeschreibung gucken. Da ist alles genauestens auch verlinkt mit Netzteil, Festplatte, Prozessor, alles was dazugehört. Und ja, wie ja auch mittlerweile die meisten Zuschauer hier wissen, fahre ich mit dem Logitech G25. So. Da schiebt sich wieder einer innen vorbei. Ich tue mich hier gerade so ein bisschen schwer. Ich kann ja mal die Sicht wechseln. So ist vielleicht auch mal ganz interessant. Da sieht man ein bisschen mehr von der Strecke. Weil gerade bei den GT3-Fahrzeugen fühlt man sich ja schon immer so ein bisschen eingeengt sonst. So. Also den ein oder anderen Platz will ich hier schon noch gut machen. Uiuiui, das war riskant. Na los. Also es läuft hier noch nicht so richtig rund, habe ich das Gefühl.
Erst den 12. Platz und wir haben schon gleich die Hälfte des Rennens vorgebracht. Das läuft diesmal wirklich nicht so gut. Hier wieder rein in die Korkenzieherkurve. Was man aber sagen muss, eigentlich liegt der Wagen sehr, sehr sicher auf der Straße. Also das kennt man von Assetto Corsa zum Beispiel ganz anders. Da sind die GT3-Wagen teilweise wirklich oft am Ausbrechen und der hier bricht eigentlich gar nicht aus. So. Ja, meine schnellste Runde, aber trotzdem muss ich mehr Plätze gut machen. So, wir kommen hier so langsam ran. Na los, also die Top 10 müssen ja sowieso mindestens drin sein. Uiuiui. Ja, jetzt ist mal wieder hier so ein Rennen, wo man beispielhaft sieht, wie schlecht man wirklich fahren kann. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Wir müssen gucken, dass ich hier ein bisschen noch was raushole. Wenigstens haben wir jetzt nach hinten ordentlich Luft. Bringt uns aber leider alles nichts, wenn die vorne uns wegfahren. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt hier so langsam ran. Und vielleicht können wir ja doch noch den einen oder anderen Platz hier gut machen. Haben wir hier zwei BMW M3s vor uns. Die sollten wir schon mal kriegen. Da riskiere ich jetzt einfach mal hier innen vorbeizufahren. Oioioi. Mit einem leichten Crash habe ich mich da vorbeigeschoben, nicht ganz fair zugegeben, aber das war glaube ich noch so ein bisschen im Rahmen. Es kann ja im Motorsport auch immer mal passieren, Berührungen sind da ja echt nicht auszuschließen. So, jetzt sind wir wenigstens schon Zehnter, haben aber auch nicht mehr so viel Zeit. Da vorne wartet noch eine Gruppe auf uns, da können wir uns noch den einen oder anderen vielleicht gleich schnappen. So, mit knapp 200 fahren wir hier wieder hoch auf die Korkenzieherkurve, reinbremsen und direkt wieder in den zweiten Gang rein. Ja, man merkt vielleicht, dass ich mal in diesem Video jetzt nicht ganz so viel rede, aber wie ich ja schon gesagt habe, das ist wirklich teilweise nicht so leicht, sich da zu konzentrieren. So, jetzt gehen wir hier am SLS vorbei. Vor uns haben wir noch einen McLaren, den sollten wir auch kriegen. Und einen Ginetta haben wir hier auch noch. So, am McLaren sind wir jetzt, glaube ich, vorbei. Ja, den McLaren haben wir. Jetzt haben wir hier noch den Ginetta. Und ich glaube, den können wir uns auch holen. Aber da vorne die Gruppe, die wird natürlich nichts mehr. Wir sind hier in der letzten Runde. Na los, hier vorbeiziehen. Kopf an Kopf rennen. Oioioioi. Da komme ich ein bisschen auf den Sand. Und er kommt auch auf den Sand, kürzt ein bisschen ab. Jetzt bin ich aber erstmal vorbei. Und wenn ich jetzt hier in der letzten Kurve keinen Fehler mache, dann
haben wir wenigstens hier einen 7. Platz. Ja, und so sieht's aus. 7. Platz auf Laguna Seca hier mit unserem Aston Martin. War ein sehr, sehr aufregendes Rennen, wie ich finde. Und die Platzierung geht sogar noch in Ordnung. Ich meine, man muss sich auch immer so ein bisschen erst dran gewöhnen, an die Fahrzeuge und so. Und wenn wir hier gucken, es gab nur einen einzigen Aston Martin, der da vorne mitfahren konnte. Erik Klopp oder Klopp, keine Ahnung, auf Platz 4. Ja, und dann sind wir auf Platz 7. Was mich wundert, dass hier dieser Ginetta G55 dabei war. Und das sogar auf Platz 8. Ein Auto, das man ja eigentlich nicht unbedingt so sehr kennt. Naja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Project Cars. Oder auch in einem anderen Video, das euch auf meinem Kanal gefällt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis bald.